Oh Gott, das ist ein Zooviertel, war das. Also war das die Uni, ja, oder war es eine Hochschule? Das war die Mensa von der Musikhochschule, wo die Jazz-Big-Band eine Party gemacht hat, ja, und auch live gespielt hat. Die jungen Herrschaften hatten dich eingeladen. Das sind also alles Musikstudentinnen und Musikstudenten. Ja, ja, ja. Es war total platt. Die waren total nett und hatten ein richtiges Empfangskomitee mit Schnittchen und wirklich, ich war total überrascht. Und die haben mich sogar gefragt, ob ich mitspielen will. Ja, und du hast ja Gott sei Dank Filmmaterial mitgebracht. Ja? Bisschen, ja. Ja, können wir das mal sehen? Helmut in Hannover. Du vielleicht kannst du erklären, was wir da sehen. Hm? Das ist die Ankunft? Ja, das ist die lokale Presse, die jetzt gerade sich über mich hermacht da. Ja, fantastisch. Die Presse in Hannover. Ja. Und das sind das alles Musikstudentinnen? Ja, ich denke ja. Ich denke, ja. Und da geht es jetzt zu dem Schnittchenraum. Die haben extra da einen Raum für mich gemacht. Guck. Stopp mal bitte, sind das Duschräume? Ja, ja. An der Musikhochschule gibt es Duschräume? Das ist die Mensa, aber ich weiß auch nicht, warum es in der Mensa Duschräume gibt. Vielleicht für die Aufnahmeprüfung. Ja. Duschräume, wozu brauchen wir in der Musikhochschule Duschräume? Obwohl, wenn du zum Beispiel die Klavierspielerin gesehen hast, weißt du wozu? Die ist auch genagelt worden im Klo, oder? Ja. Ja. Es war so. Ja. Obwohl, du könntest dich schon ein bisschen gewählter ausdrücken. Ja. Genagelt worden im Klo. Es kam zu einer von tiefen Emotionen getragenen körperlichen Ekstase zwischen Pianistin und Schüler. Auf der Toilette. Auf der Toilette. Genagelt worden im Klo. Ja. Hast du den Eindruck, dass solches dort passiert? Nee. Nein. Können wir mal weitersehen, bitte? Also, das ist jetzt auf dem Weg durch die Mengen. Ehrlich? Ja. Aber guck mal. Stopp mal. Das sind ja unglaublich attraktive. Ja, ja. Sind das alle Studentinnen? Ja, offenbar. Können wir die mal genauer sehen? Hier zum Beispiel, schau dir mal das an. Hübscher als die anderen. Die studieren alle Musik? Auf Lehramt, oder? Scheinbar. Vielleicht waren auch ein paar... Hier, schau mal, 3 auf 1. Ja. Ich wollte gar nicht auf die Bühne. Ja. Schade, dass wir viel Lampen sehen und wenig Gesichter. Ja, mein Kameramann war so klein. Stopp mal bitte. Jetzt rate mal, warum wir dir einen kleinen Kameramann mitschicken. War dann da Party? Ja, richtig. Ja, guck mal, wie die abfeiern. Zeig es mal bitte weiter. Ah, da spiele ich schon mit. Da spielst du Keyboards. Mhm. Guck. Guck mal da vorne, die Saxophonistin da. Die hat ein Solo gespielt. Unglaublich gut. Ja, sehen wir die gleich noch von vorne? Ich hoffe. Ich weiß. Ja. Ich stehe mal davor, Mensch. Ja, ja, ich. Es wimmelt von Topfrauen und wir sehen Helmuts Hände. Ja. Ja, Mensch. Das ist ja Folter. Ja, ich würde es auch gerne sehen. Du ahnst, dass da die Schärfsten. Schau mal, die hier tanzen. Das ist ja unglaublich. Ja, exakt. Boah. Guck mal, das ist der Bandleader, der da hüpft. Ja, den will doch auch keiner sehen. Ja. Aber das Mädel da vorne doch. Können wir diese Band nicht mal hierher einladen? Das wäre klasse. Oder? Ja, super, dann sehen wir die auch mal. Ja, wir können die Band ja mal hier einladen. Wir können auch die Frauen, die da vorne getanzt haben, hier einladen. Auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es aber nur große Aufnahmen. Ja. Ja. Geht das? Ist das technisch hier machbar, dass die Band mal bei uns spielt? Das machen wir auf jeden Fall, klar. Ja, wie heißt die Band? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich aber das die, schon die Big Band oder die Jazz-Formation der Musikhochschule Hannover. Exakt. Ja, wir würden Sie gerne mal einladen. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung. Ruft uns nicht an, am Wochenende ist keiner da. Ja? Wir melden uns bei Ihnen.